Hallo Leute, herzlich willkommen auf und heute spielen wir, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Ich sitze hier auch schon in meinem LKW drinnen, in einem MAN. So, sagen wir, starten hier mal den Motor und rollen los. So, biegen wir hier mal rechts rein. Biege nach rechts ab. Das mache ich doch schon. Biege nach rechts ab. Ja, ich fahre jetzt ausnahmsweise kurz überhaupt. Das macht doch hier in der Stadt nichts. So, wir fahren heute nach Rostock. Und wir müssen da ein Paket hinliefern. Boah, dieses Lenkrad, ne? Das macht mich kirre. Ich muss auf jeden Fall ein neues Lenkrad holen. Nimm diese aus. Wenn ich arbeiten gehe, hole ich mir erstmal ein neues Lenkrad. So. So. Perfekt. Gut. Also ich will mir ja erstmal eine neue Xbox holen, eine Xbox Series X. Und danach hole ich mir tatsächlich das Lenkrad. Genau. Danach hole ich mir das Lenkrad und dann weiß ich gar nicht, was ich mir dann holen soll. Dann spare ich, glaube ich, das Geld für den Autoführerschein. Jo. Aber ich muss ja eh noch 5 Monate sparen und in den 5 Monaten kann ich das Geld noch ausgeben. Weil ich dann, ja, sag ich mal, dafür arbeiten gehe. 2 Stunden am Tag. Ja. Wir haben jetzt erstmal am 11.09. Praktikum, das heißt, da bin ich bis 14 Uhr ungefähr arbeiten. Und dann wieder zu Hause. So. Tanken müssen wir. Boah. Ach. Verdammt. Rückwärtsgang einlegen. Kommt erstmal am Bus uns besuchen. Ganz entspannt. Als ob ich jetzt nicht tanken kann, weil ich zu weit mit dem LKW stehe. Mal gerade fahren. So. Ja. Ja, noch. Jetzt noch ganz weit rückwärts. So. Und tanken. Perfekt. Also ich hole mir auf jeden Fall ein neues Lenkrad. Das hat dann auch 900 Grad Drehung, glaube ich. Also auf jeden Fall eine sehr gute Drehung. Und ich habe halt aktuell gerade nur ein 180 Grad Lenkrad. Und das ist dann auch auf jeden Fall ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und was ich da auch noch habe, ist tatsächlich dann Gangschaltung. Also praktisch Kupplung. Die hole ich mir dann. Also ich muss da. Die hole ich mir dann auch noch. So. Aber das dauert noch 5 Monate ungefähr, bis ich mir das dann halt kann. Ja. Eventuell hole ich mir dann auch einen neuen PC tatsächlich, aber das dauert noch, weil ich will ja erstmal meinen Autoführerschein tatsächlich machen. Joa. So. Perfekt. So, müssen wir hier gleich schon wieder rechts abbiegen. So, Rostock ist sogar auch schon hier an der Seite angezeigt worden. Wir verdienen hier, glaube ich, mit der Strecke jetzt 3000 ungefähr. Wenn ich keinen Unfall baue, ich habe ja gerade 2% Schaden. Ich weiß nicht, rechts ob irgendwie schlimm ist. Dann Ausfahrt rechts. Aber ja. So. Nimm die Ausfahrt rechts. 50 km/h, darf ich hier nur fahren. Auf jeden Fall habe ich Bock, irgendwann Auto fahren zu können. Nee, ich will eigentlich meinen Führerschein. Also erstmal die Xbox Series X holen. Also die neueste Xbox. Dann ein neues Lenkrad. Und danach wahrscheinlich eine 1 TB Speicherkarte für die Switch. Damit ich da sehr viele Spiele auch runterladen kann. Und dann, ja, hole ich mir
Eventuell noch Spiele, es sei denn, ich habe die Spiele dann schon gekauft. Ja. Aber dann hole ich mir bei den Führerschein, beziehungsweise ich will dann den Führerschein machen. Den PKW-Führerschein, genau. So. Perfekt. Dann nehme ich davon nämlich dann auch eventuell einen Roller. Oder aber ich hole mir ein Auto. Wobei ich darf ja nur mit 17 begleitetes Fahren fahren. Das heißt, ich darf kein Auto fahren, sage ich mal, ohne begleitetes Fahren. Deswegen, dass das ein bisschen scheiße ist. Aber dann habe ich halt schon den Führerschein. Mit 18 kann ich mir dann das Auto holen und kann dann schon fahren. Das ist dann auch geil. So. Einfach 100 km/h. Das LKW hier geht auch ganz schön ab, ne? Der LKW. Aber hier kann man auch schön mit dem LKW fahren. Das ist schon geil. Geile Strecke, um schnell mit dem LKW zu fahren, obwohl man hier eigentlich nur 60 fahren darf. Rein theoretisch würde ich jetzt von der Polizei erwischt werden. Würde ich auf jeden Fall erstmal nie wieder LKW fahren dürfen. Aber ja. So. Oh, hier ist ja die Polizei. Aber ich habe ja Strafsachen aus. Weil ich sonst nur Minus machen will. Aber ich bin ja der beste LKW-Fahrer, ne? Das wisst ihr ja alle. Ja, und deswegen darf ich auch schnell fahren. Deswegen kriege ich auch keine Strafen hier, ne? Hab's ja gar nicht ausgeschaltet. Hab ich ja auch gar nicht gesagt. Naja. Auf jeden Fall sind wir so ungefähr 5 Uhr anscheinend da. Um 5 Uhr. Ah ne, 5 Uhr haben wir. 8 Uhr da. Ah. So. Ja, okay, jetzt muss ich hier ein bisschen vom Gas runtergehen. So. Okay, perfekto. Fahren wir hier weiter. So. Schön weiter hier nach Rostock. Da wohnt übrigens auch mein Halbbruder. Also mein Bruder, ne? Also, ist zwar mein Halbbruder, aber der ist trotzdem mein Bruder. Ich nenne ihn jetzt nicht Halbbruder, sondern ich nenne ihn Halbbruder, weil das ist wie. Ist ja im Prinzip eigentlich fast dasselbe, nur halt. Er hat eine andere Mama, sag ich mal. LKW. Bleiben Sie stehen, bitte. Bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen. Uhr. Gar nichts passiert. Eigentlich darf ich hier gar nicht überholen, sehe ich gerade. Aber habe ich gemacht. Ich darf das. Noch 80 Kilometer, das passt. Dann sind wir nämlich auch schon in Rostock. Also wenn wir jetzt von hier fahren würden, würde ich ungefähr 12 Stunden fahren, weil das. Oh. Weil das ja schon sehr weit oben ist. Oh, ich habe einfach Bock, mir das andere Lenkrad zu holen, ne? Also, das Lenkrad hier ist absolut scheiße. Habe ich mir das überhaupt geholt? Nee, auf jeden Fall, Leute, könnt darauf auf jeden Fall warten. Ich werde mir definitiv ein neues Lenkrad holen. Oder ich wünsche mir das zu Weihnachten. Kann ich auch, ne? Muss ich 80 Euro noch drauf zahlen, aber passt. Natürlich will ich tendenziell auch machen. Den erst rechts abbiegen. Muss schon wieder vom Gas runtergehen. Sind wir jetzt schon in Rostock? Nee. Biege nach rechts ab. Boah. Ja, warum soll. Will jemand rutschen? Also ich will gerne rutschen. Boah, ich weiß noch früher, wo wir kleiner waren, immer auf den Spielplatz gegangen und gerutscht. Und jetzt kommt so langsam, aber sicher so der Arbeitsalltag, ne? Also arbeiten gehen, Geld verdienen praktisch. Irgendwann eigene Familie machen eventuell oder halt einfach nur alleine wohnen, so wie ich das machen will. Ja, ist schon schwierig. Ja, ist alles nicht mehr so leicht, wenn man arbeiten geht. Und dann muss man auch alles selber machen. Also selbstständiger werden. Das ist sowieso wichtig, dass man selbstständiger wird. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber so ist es, ne? Irgendwann ist man halt nicht mehr bei seinen Eltern.
am Bitte links Innen und so. Ja, also so langsam kommt bei mir halt auch. Also ich bin ja schon arbeiten jeden Samstag, ne? Aber das und bei Renzel auch, aber also vielleicht kennt der eine oder andere was. Na, auf jeden Fall mache ich halt mit 16 dann. Also mit 16 gehe ich dann richtig arbeiten auf 150 Euro Basis praktisch. Das mache ich. Und dann sehe ich das. Na, also mit 400, also 2 Stunden ungefähr am Tag gehe ich wahrscheinlich dann arbeiten. Weiß leider nicht, wie viel Geld ich dann verdienen würde. Das behandeln wir dann praktisch noch alles, ne? Aber ja. Oh. Biege nach rechts ab. Bin ich doch schon. Ja, und eventuell dann hole ich mir halt die ganzen Sachen. Kommt drauf an, wie viel Geld ich verdiene. Ne? Nimm die Ausfahrt rechts. Boah. Na, also, mal gucken, wie viel Geld ich verdiene. Aber ich werde euch auf jeden Fall nicht verraten, wie viel Geld das dann sein wird, ne? Weil das ist ein bisschen privat. Man redet ja auch nicht über Geld und sowas. Deswegen. Ne, aber auf jeden Fall bin ich bald arbeiten. So. Langsam. Aber sicher kommen auch bald die Prüfungen praktisch bei mir. Biege nach rechts ab. Praktisch der Abschluss von der Schule. Also ihr wisst auf jeden Fall so grob. Ich hab praktisch geht. Ja, auf jeden Fall kommt bald der Abschluss. Da bin ich nicht mehr in der Schule. Hallo! Ah doch, ein blödes Auto. Ja gut, dann halt nicht. An wegen dem komme ich jetzt hier nicht rum. So. 2 Kilometer. Ah, jetzt sind hier schon die ganzen Firmen. Hier ist ein Hafen, okay. Warum leckt das so? Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So. Ah, wir müssen sogar zum Hafen rein. Ne? Kann das sein? Ah, da ist das Grüne. Ah, nee, das ist Schrank. Nee, ist doch nicht. Nee, ich muss es da abgeben. Endlich, wir sind da. Wir sind da. So. Angekommen am Ziel. Überspringen. Bestätigen. So. Wortfang. Okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne nochmal ein Like, Abo und Kommentar. Schaut außerdem auf meinen Discord vorbei. Würde mich freuen, wenn ihr den joint, damit ich mal die 300 Leute drauf knacke. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sando. Ciao, ciao.